TV-Timeline sind heute Abend zu Gast in Mainz im Gespräch mit der lieben Lisa Schuck. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Sie sind die pädagogische Leitung und auch ein Vorstandsmitglied der Keschke-Stiftung hier genau. in Mainz. Ja. Erzählen Sie uns doch mal genau, was machen Sie denn so? Also tatsächlich bin ich zur Stiftung gekommen, weil mein Stiefvater Alfred Kechtges die Stiftung im Jahr 2011 gegründet hat. Ich bin Vorstandsmitglied seitdem und bin eigentlich tatsächlich Lehrerin. Deswegen interessiert mich die Arbeit mit den Kindern halt total. Und ich bin vor ungefähr 3 Jahren dann eingestiegen, um mit in den Projekten zu arbeiten, beziehungsweise habe jetzt die pädagogische Leitung übernommen und unterstütze die Kinder zu fördern, beziehungsweise organisiere die Arbeit an unserem Standort, an dem wir Kinder und Jugendliche fördern. Wie genau sieht denn diese Förderung aus? Sie haben gerade eben schon ein bisschen was erzählt, wie breit gefächert das ist. Mhm, genau. Also es ist tatsächlich so, dass es bei uns darum geht, ganz individuell Kinder und Jugendliche zu fördern. Das heißt, wir wählen Kinder und Jugendliche aus, arbeiten mit Schulen zusammen und geben den Kindern das, was sie brauchen. Nachhilfe, klar, gute Schulabschlüsse sind eine wichtige Voraussetzung für uns, aber auch alles andere, was nötig ist. Das bedeutet, wir machen Ausflüge, damit die Kinder einfach auch mal über den Tellerrand schauen können, ein bisschen was anderes kennenlernen können als das, in dem sie sich sowieso immer schon befinden. Wir machen verschiedene Thementage, nennen wir das immer, also das heißt Tage zu verschiedenen Themen, Umgang mit Geld, Drogen, Sexualität, Alkohol, alles, was halt so wichtig ist für die gesunde Entwicklung von den Kindern. Ja? Dann bekommt jedes Kind mindestens eine Stunde, das kommt immer ein bisschen drauf an, was halt nötig ist, einzelne Betreuung pro Woche, in denen es einfach darum geht, ins Gespräch zu kommen. Das heißt, eine Person, es ist immer die gleiche Person, wir wollen schon, dass das für die Kinder so ist, dass sie einen festen Ansprechpartner haben, arbeitet 1 Stunde pro Woche mit den Kindern. Da kann es um Schulisches gehen, da kann es um Persönliches gehen, was gerade wichtig ist für dieses Kind. Und daraus bauen wir dann im Prinzip die individuelle Förderung auf. Das heißt, in diesen Stunden wird besprochen, was braucht ein Kind, und danach bekommt das Kind dementsprechend individuell weitere Stunden zur Unterstützung in der Schule oder auch mal ein paar Turnschuhe für den Sportunterricht, wenn das nötig ist. Oder wir hatten jetzt einmal eine Situation, es ist manchmal ganz skurril, kommt ein Kind mit einer 5 in der Mathearbeit zu uns und auf die Nachfrage, warum das eine 5 war, mein Taschenrechner ist gestohlen worden, ich bekomme zwar einen vom Amt, das dauert aber 4 Wochen. Der Taschenrechner kostet 10 Euro. Natürlich bekommt das Kind dann einfach am nächsten Tag einen neuen Taschenrechner und damit ist dann die 5 in der Mathearbeit nicht mehr nötig. Also nur so, um da so ein bisschen ja. zu zeigen, wie individuell das sein soll. Ja. Und gibt es so eine Geschichte, die in den letzten Jahren so im Kopf geblieben ist, wo Sie sagen, ja, das war wirklich großartige Arbeit? Also tatsächlich haben wir eine Schülerin, die ja, es ist schon fast unsere Vorzeigeschülerin, auch wenn sie das selber gar nicht so gerne so hört. Sie ist seit 3,5 Jahren ist sie bei uns, war damals in der 9. Klasse und zwar Realschule Plus, das ist ja heutzutage, und sie war aber im Hauptschulbereich. Ja. Hat dann relativ schnell den Sprung in die Realschule geschafft, auch mit Unterstützung, schulischer Unterstützung durch uns, mit Nachhilfe und so weiter und so fort. Und als ich das erste Mal mit ihr gesprochen habe über ihren Berufswunsch, sagte sie, sie würde eigentlich gerne Krankenschwester werden und zwar am liebsten im OP, OP-Schwester. Allerdings, wenn das nicht klappt, putzen im OP wäre auch völlig in Ordnung. Was für mich in dem Moment schon irgendwie so ein bisschen so beklemmend war. Ja, und wie gesagt, sie hat dann relativ schnell den Sprung in die Realschule geschafft, hat tatsächlich dann den besten Realschulabschluss des Jahrgangs gemacht und ist jetzt in der gymnasialen Oberstufe, wird ihr Abitur machen, schon sehr bald,
und wir gehen alle davon aus, sie wird Ärztin werden. Wenn sie das denn noch will nach dem Abitur. Das ist ja ihr freigestellt, aber zumindest hat sie jetzt diese Möglichkeit und das freut uns natürlich sehr. Und das sind so die Geschichten, die es dann halt auch so toll machen, da zu arbeiten. Ja. Und diese besondere Schülerin, sage ich jetzt mal, ist ja auch eine Motivation für die Jüngeren. Genau, ganz genau. Also unabhängig davon, dass sie gerade total ihren Weg geht, hilft sie sogar mittlerweile innerhalb der Stiftung, innerhalb des Standortes, den Kleinen als Vorbild, aber auch im schulischen Bereich. Ja, sie unterstützt da im Moment Viert- und Fünftklässler in verschiedenen Fächern. Und ich finde auch immer, da kann ich sagen, da ich selber Lehrer bin, wenn das mal nicht ein Lehrer ist, der da steht und alles besser weiß, sondern jemand, der natürlich mehr Erfahrung hat und auch schon das kleine 1x1 perfekt kann, aber auf einer anderen Stufe steht, dann ist das eine Riesenmotivation für die Kleinen. Und insbesondere auch zu wissen, die stand vor 3 oder 4 Jahren auch noch da, wo ich jetzt stehe und die hat das schon erreicht und dementsprechend habe ich ja auch die Chance, sowas zu erreichen. Ja. Wie läuft das bei Ihnen ab? Wie kann man denn als Schüler mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Oder mit wem arbeiten Sie da eng zusammen? Also grundsätzlich läuft es so, dass wir über Schulen mit den Schülern in Kontakt kommen. Das heißt, wir arbeiten mit Schulen hier im Mainzer Raum zusammen. Und die Schulen treffen im Prinzip eine Vorauswahl für uns. Das heißt, wie gesagt, ich als Lehrer, ich kenne das ja auch immer aus der anderen Perspektive, man hat immer so seine Schäfchen, die man halt irgendwie innerhalb des Schulsystems nicht so zu fassen bekommt oder nicht so betreuen kann, wie man sich das eigentlich wünscht. Und genau diese Schüler wollen wir außerhalb der Schule noch weiter unterstützen. Das heißt, wir arbeiten mit der Schule zusammen, über die Schulleitung kommt Kontakt zu den Lehrern zustande, die empfehlen uns einzelne Schüler und dann ist es so, dass die sich im Prinzip aktiv bei uns bewerben. Ja, wir stellen uns den Schülern vor, sie bewerben sich aktiv bei uns und dürfen auch zum Vorstellungsgespräch, also ein nettes Gespräch, um sich die Räumlichkeiten mal anzuschauen und sich anzugucken, ob das wirklich was für einen ist, dürfen sie vorbeikommen und dann schauen wir, ob es zusammenpasst und dann übernehmen wir diese Schüler. Wir können natürlich leider nicht alle nehmen, oft. Das ist sehr, sehr schade. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen daran gebunden, dass wir viele Ressourcen haben. Und uns ist es wichtiger, den Kindern, die dann halt das Glück haben, bei uns sein zu können, ein breites Spektrum zu bieten, als viele, viele, viele Schüler zu nehmen und denen dann halt wieder nur so nach dem Gießkannenprinzip mal das eine oder mal das andere geben zu können, das wäre schade, wenn es nur das wäre. Ja. Und jetzt haben Sie ja auch schon die Räumlichkeiten so ein bisschen angesprochen. Es ist ja so, dass die Stiftung ja für das nächste Schuljahr da was Neues vorbereitet hat. Genau, also tatsächlich haben wir in diesem Jahr angefangen daran zu arbeiten und ab dem 1.8. auch unsere wirklich eigenen Räumlichkeiten. Also die ganze Zeit haben wir zwar natürlich auch dieses Projekt betreut und auch finanziert, haben aber immer mit Subunternehmern zusammengearbeitet und dann auch die Räumlichkeiten von denen genutzt. Also im Klartext sind das Lerninstitute gewesen, insbesondere ein größeres Lerninstitut. Und jetzt wollen wir so ein bisschen aus deren Schatten raustreten und es selber machen. Auch weil wir noch mehr Wert auf das, was ich eingangs sagte, alles andere drumherum legen wollen. Also Nachhilfe ist sicherlich ein wichtiger, wichtiger Baustein für die einzelnen Kinder, damit sie auch gute Abschlüsse erreichen. Aber gute Abschlüsse sind nicht alles. Und wir wollen wirklich auch noch mal mehr auf alles drumherum eingehen. Also, ich habe es eingangs auch schon mal gesagt, Ausflüge und so weiter machen, damit die Kinder einfach über den Tellerrand schauen können und etwas erleben können, was sie vielleicht so nicht erleben könnten. Frau Schuck, das ist eine ganz tolle Sache. Vielen lieben Dank. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch.